Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, eurem Teufelskanal, der Roten Teufel Bad Nauheim mit dem großen Showdown. Spiel 7 in den DL2 Playdowns 2013-2014 zwischen den EC Bad Nauheim und den Eispiraten aus Krimitschau im Kölnstadion am 25. März, einen Dienstag. Waren nochmal gut 3000 Fans gekommen und wollten sich dieses alles entscheidende siebte Spiel anschauen. 3:1 führten die Roten Teufel bereits am letzten Freitag, hätte man es klar machen können. Aber sie, die Krimitschauer, sie siegten zweimal in Bad Nauheim und auch zu Hause dann mit 5:2. Somit also kam es zu diesem alles entscheidenden siebten Spiel. Ein echtes Krimi-Spiel sollte sich hier ergeben. Machen wir es kurz, beide Mannschaften wie am Sonntag unverändert und los ging es. Aber Bad Nauheim mit veränderter Spielweise, denn hier zu sehen gleich von der ersten Sekunde an ging sie auf den Körper der Krimitschauer. Das hatte zuletzt ein bisschen gefehlt, diese Aggressivität. Und wenn man die Krimitschauer durch das Spiel kommen lässt, dann klingelt es hinten. Das hat man in den letzten beiden Partien gesehen. Und dementsprechend ging es auch zu Werke. Viel Körperspiel in den ersten Minuten. Die ersten Torschüsse aber auf Seiten der Eispiraten, die sich natürlich etwas ausrechneten. Das psychologische Moment war auf ihrer Seite nach den letzten beiden Siegen. Der EC versuchte so langsam ein bisschen Konstruktivität reinzubekommen, aber es war schwer, denn wieder das Vorchecking, was wir auch zuletzt gesehen haben von den Eispiraten, das war zuletzt Erfolgsversprechen und brachte eben die Siege. Es war schwer, da hinten rauszukommen. Aber der EC, wie gesagt, mit mehr Motivation, mehr Körperspiel nach vorne und mit mehr Präsenz hier mit Becker, mit Martin Heider mal in einem kleinen Infight. Und der Schiedsrichter macht es da sehr gut. In der vierten Minute holt er sich beide einmal ran. Wollte nicht allzu früh hier Strafzeiten verteilen, denn ein siebtes Spiel, das Entscheidende, das sollen eben der Sport und die Spieler entscheiden. Er ermahnte sie und damit war es auch gut, sehr gut vom Referee hier gemacht. Und weiter ging es. Hier die größte Szene bis dahin in der vierten Minute. Schiedsol, da wurde er mal durchgelassen, der nominelle Verteidiger, der als Stürmer aufläuft. Na, auf der Gegenseite, eine Minute später Götz und dann Opolzer, fälscht ab, sechste Minute. Das 1:0, ein wichtiges Tor. Markus Götz hält einfach mal drauf und irgendwie mit Daniel Opolzer den Schläger gefunden. 5:32 genau gespielt. 1:0 Führung. Wichtig natürlich, dass man hier in Front geht in dieser Partie. Und das taten die Roten Teufel. Und das tat ihnen auch gut, denn sie hatten nun die Spielanteile auf ihrer Seite, suchten das zweite Tor. Waren viel mehr vor Ryan Knight zu finden, dem kanadischen Torhüter der Krimitschauer, als auf der anderen Seite vor Jan Guritscher. Aber dann die erste Strafzeit des Spiels, 15. Minute. Daniel Polzer mit diesen Beinstellen draußen. Überzahl Krimitschau, die große Gelegenheit und natürlich die üblichen Verdächtigen auf dem Eis. Aber dann hier Patrick Strauch, dieser Pass auf Matt Becker, der tanzt dann noch André Schietzold aus und auch tot in den Ryan Knight und da ist das Tor leer. 2:0, Shorthander, 16. Minute. Ein tolles Tor vom Kanadier. Vom Goldhelmträger der Roten Teufel. Wunderbar gemacht, aber auch wie Patrick Strauch gesehen hat hinter dem Tor, dass Matt Becker da möglicherweise diese Konterchance bekommt und ihn da anspielt. Also das war ein echt toller Treffer und die Fans jetzt völlig aus dem Häuschen. Auch diese Szene, Patrick Strauch, dieser abgefälschte Schuss und Ryan Lai zückt da den Schoner raus und verhindert das dritte Gegentor. 2:0 Führung nach 20 Minuten, das sieht doch schon mal gut aus. Die Roten Teufel knüpften da an, wo sie aufhörten. Wieder in Unterzahl. Dennis Reimer war noch draußen. 2:1 Konter. Helms auf Becker an den Pfosten. Da war das dritte Tor doch schon in der Luft gelegen. An den Pfosten irgendwie auch noch nein. Mit dem Fanghandschuh dran lenkt das Hartgummi an das Gestänge. Und diese Szene hier eben Dominic Walsh an Kevin Lavely. Der musste verletzt raus ins Krankenhaus nach diesem Foul. 2 Minuten. Für Dominic Walsh und auch hier die zweite Strafzeit. TJ Fast draußen. 2 Mann also auf der Strafbank bei den Eispiraten. 5:3 Powerplay. Jetzt die große Gelegenheit, das dritte Tor zu machen. Scheibe lief natürlich gut, viel Platz da. Und dann der Schuss von McMonagall. Nicht gefährlich genug. Nochmal Matt Becker. Ein Mann war bereits zurück bei Krimitschau. Tanzt hier nochmal schön aus, auf die Vorhand gelegt. Und nein, dann im Nachfassen macht er seinen Fehler wieder gut, den vermeintlichen Fehler beim 2:0 der Roten Teufel. Es war ein interessantes, ein intensives Spiel. Alles drin hier, Tempo, Tore und auch Strafzeiten jetzt bei den Roten Teufeln in der 27. Minute. Daniel Ketter draußen.
ODEC verteidigte sehr clever, sehr engagiert. Ließ die Krimitschauer nicht ins Spiel kommen, brachte immer wieder die Scheibe raus aus dem eigenen Drittel. Und da brannte dann hinten nicht viel an, wie auch hier symptomatisch zu sehen. 2:0, also weiterhin 0:0 der Mittelabschnitt. Das reicht aber nicht, ist ein trügerisches Ergebnis und das wussten natürlich auch die Roten Teufel, die nachlegen wollten mit BK, 41. Minute und dann diese Situation. Schöner Pass von Jason Pidisotto auf den von hinten heraneilenden Markus Götz, der täuscht einen Schlagschuss an, verzögert und Tor, 3:0. 42. Minute, ein wichtiges Tor, ein ganz wichtiger Treffer. 3:0 Führung nach 41:07. Sehr schön, wie der Schwede dort verzögert und dann aus Spitzenwinkel den Goalie noch aushebelt und das Tor erzielt. Nicht mal 2 Minuten später. TJ Fast hier geht mal durch und da ist das Ding drin. Erster Treffer für die Eispiraten. Da wurde er nicht energisch angegangen. Das macht natürlich nochmal Morgenluft für die Gäste, die sogar noch den Anschlusstreffer markierten. Die Rotteufel zu passiv, 53. Minute, Pitt der Torschütze. Jetzt wurde es nochmal richtiges Zittern bei den Fans. Sie schauten immer wieder hoch auf die Uhr. Der Goalie schon mittlerweile raus bei Krimitschau. Sie probierten alles, setzten alles auf eine Karte, warfen alles in die Waagschale. Das war natürlich Jan Kurischer gefragt. Jetzt war es an Spannung kaum mehr zu überbieten. Gänsehaut pur. Und die Rotteufel bringen das Hartgummi immer wieder raus. Und dann ist es geschafft, die 60-Minuten-Marke. Sie ist erreicht. In diesem Moment der Jubel, der grenzenlose Jubel im Colonel-Nahl-Stadion. 3:2 Sieg und 4:3 Sieg in der Serie. Es ist geschafft, der Klassenerhalt. Sie haben ihn gepackt. Das war das große Saisonziel. Und da stürmt auch gleich Geschäftsführer Andreas Ortwein mit auf das Eis. Das war das Saisonziel, die Klasse zu halten im ersten Jahr, im Aufstiegsjahr. Und das hat man geschafft. Eine tolle Serie. Und auch ein großes Lob an den ETC Krimitschau, der tollen Sport geboten hat gegen den EC Bad Nauheim. Und mit nur einem Tor am Ende, enger geht es wohl kaum. Und dann konnte die Party also losgehen. Die Mannschaft hat es sich verdient nach dieser langen Serie, 7 Spiele. Und dann mit diesem positiven Ende für den EC Bad Nauheim. Die Fans feierten ihr Team. Nochmal schöne Bilder zum Saisonabschluss, aber das ist noch nicht das Ende. Es gibt natürlich nochmal eine Feier. Angestrebt ist der 5. April. Alle Informationen werden wir natürlich über die Presse, über das Internet verbreiten. Dort soll einiges geboten werden, unter anderem auch der goldene Helm von Matt Baker versteigert werden. Also eine tolle Geschichte. Wie gesagt, alle Details werden wir vermelden und wir würden uns alle freuen, wenn ihr nochmal kommt, um diese Mannschaft zu verabschieden in den Sommer. Und das werden mit Sicherheit lange Sommermonate, denn wir werden das Eishockey bestimmt vermissen. Aber wir können uns ja nochmal hier die Videos von Timeout dann reinziehen im Sommer. Und natürlich auch die Spieler, die nicht gespielt haben, Dennis Schulz hier und auch Michael Dorr. Gehören zum Team, gehen mit aufs Eis. Ein schönes Bild zum Ende auch einer langen Timeout-Saison. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr reingeschaut habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Saison wieder mit dabei seid. Sowohl im Stadion als auch hier auf der Homepage und mit den Videos. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüss.